Warning. 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 Ja, bei Classic bin ich raus. Ich habe ja damals Classic gespielt, aber Warning. Auch schnell wieder aufgehört. Also das reizt mich so gar nicht. Da habe ich keine Lust die ganze Zeit zu grinden sozusagen. Da bleibe ich lieber in Retail und mach hier meine Sachen weiter. Ich habe hier noch genug zu tun. Da habe ich gar keine Zeit und Motivation zu. Ja, Zaxxon zur Beta. Merkt man doch an meiner Spielweise. Aber tendenziell habe ich auch, ich weiß gar nicht, wie viele Monate ich überhaupt WoW tatsächlich gespielt habe nach der Beta. Ich habe dann auch echt schnell wieder aufgehört damit. Und habe dann immer wieder nur phasenweise reingeschaut. Warning. Damals habe ich ja noch mehr PvP gespielt und das PvP in der Open World war irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Das tat halt nicht weh. Also. Die Leute haben nichts verloren, keine Ausrüstung, keine Erfahrung oder sonst irgendwas. Das war einfach nur einmal, wie es jetzt auch ist, einmal umklatschen und weiter geht's. Also so ziemlich egal, ob man jetzt gestorben ist oder nicht durch ein PvP. Und ich kannte das halt noch von Meridian 59 damals. Und da war, wenn du jemanden umgenutzt hast, konntest du ihn quasi komplett ausnehmen, wenn du genug Platz im Inventar hattest. Das war schön. Das war spaßig. Warning. Ey, ich habe jetzt erst in den Chat geguckt. Hast du Meridian gerade vor mir oder nach mir erwähnt? Oder haben wir ja zwei blöde Eingedanke? Warning. Aber ja, aber ganz klar. Ah, vor mir, alles klar. Aber ja, genau. Genau in Meridian war das noch richtig lustig. Na, dann, wenn die gestorben sind, da hat man dann auch wirklich, ne, keine Ahnung, wenn man vorher. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bereich das war, aber wenn man da irgendwie 51 Hitpoints hatte vorher, dann hat man halt tatsächlich auch mal ein Level verloren, wenn man gestorben ist. Weil das hat jetzt nicht ewig lange gedauert, aber besonders lukrativ war das immer zur Weihnachtszeit. Da gab es nämlich Geschenke. Und die hatten die Leute dann oft im Inventar. Hinterher hatte ich sie im Inventar. Warning. Nein, aber PvP ist auch nichts für mich. Also zumindest nicht so, wie das hier gespielt wird. Und ich glaube, mittlerweile bin ich da auch raus und. Warning. Ja, dass die Reaktionen sind ja auch nicht mehr. Da hätte ich fast gesagt. Also. Das nervte mich hier unten. Hier waren so viele Mobs, ne? Warning. Ja. Warning. So, den haben sie schon wieder nicht schön angeflogen. Dann machen wir das einmal als Katze. Damit sollten sie besser treffen. Ja. Ja. Und da vorne war doch noch ein Blerz, ne? Ja. Na, guck mal, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Alter Mann. Ja, ich tendiere zumindest in die Richtung, ne? Sagte der noch ältere Mann. Aber egal, ich komme darauf klar. Warning. So. Ich habe irgendwo gelesen, mit 825 soll dieses Gefäße innerhalb der Gruppe aufhören. Das wäre ja ein Träumchen. So, und wer
So, du da oben, wo bist du? Auch hier bei uns, okay. Dann nur falsch rum, alles klar. So, wo bin ich? Da. Das ist der grobe Weg. So, einen haben wir vergessen. Oh, und natürlich sehe ich ihn jetzt nicht auf... Doch, ich sehe ihn auf meiner Karte. Ich bin begeistert. Weil das habe ich auch andauernd. Dass, wenn die dann wegphasen, dann sehe ich sie auch nicht auf der Karte als Punkt markiert und dann findest du die ja auch immer nicht wieder. So, also nochmal diesen Weg, bitte. Doggo. Chef Doggo. Süß. Warning. Wo du die immer ausgräbst. Falls übrigens jemand fragt, Ankerkraut 0. Und wir sind jetzt hier. Ah, bestimmt schon eine Viertelstunde. Läuft heute. Warning. Warning. Was macht eigentlich der Hund? Gute Frage. Ich denke mal, sie liegt und pennt irgendwo. Und 0 Ankerkraut bis jetzt. Aber 0. So 0,0. Warning. Warning. Das ist wieder die Kategorie, man muss nur meckern. Ankerkraut, mal gucken. Erste Mal mit dem neuen Rang. Naja, 58 immerhin. Das ist doch nett. Warning. Warning. Hier mal looten, ein Stack. Ja, genau, aber erstmal 4 finden. Warning. Aber dafür sind die Druiden ja auch da. Die sollen ja auch ein bisschen Mats farmen können. Also wie gesagt, im Moment halt fürs Auktionshaus. Aber irgendwann brauche ich die ja auch selbst. Ach, nee, bis zum Wasser war das. Ja. Alice, da falle ich jedes Mal drauf rein. Das ist nämlich immer ein Stern, muss es da, genau. Wie sinnlos. Ich bin gerade aus der Fluggestalt rausgegangen. Wäre sonst wohl zu schnell gegangen oder so. Dafür lohnt es nicht. Ich kann Azerit in der
Ankerkraut. Warning. Für das Sterben in die Ali-Basis zu bringen. Nee, nee. Gerade weil es immer so lange dauert und so ziemlich sinnbefreit ist, die Alis da umzubatzen. Es zieht sich immer ewig und die lassen ja kein Loot fallen, die Schweine. Warning. War doch genau. Eins. Hallo? Loote bitte, danke. Warning. Ja, ja, Morning. Warning. Und ja, natürlich habe ich das ausprobiert, aber es zieht sich halt. Warning. Und ich habe auch noch keinen Befehl, um die alle gleichzeitig ins PvP zu setzen. Dafür ist ja auch nicht mein Bestreben. So, wo sind die anderen jetzt? Vor mir, okay. Ach, ihr steht hier mal so rum, ja? So. Warning. Danke. So sind sie, die Alis. Ja, ja. Weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, das war beim Goblin im Discord. Da fragte ja auch, oder meinte ja auch jemand so ganz großartig, dass eigentlich jeder ja mittlerweile ein Ali gemaxt hat. Wo ich ja auch ganz selbstsicher sagte, nee. Wobei ich auch, mir aufgefallen ist, mindestens einen habe ich doch auf 110, glaube ich. Den habe ich irgendwann mal aufgewertet. Warning. Aber auch noch nie gespielt. Also er hat bestimmt so, wenn er Spielzeit hat, irgendwas im Bereich von einer Minute. Dabei, wunderbar. Warning. Das ist praktisch hier. Hackenhagen, graben, graben und weg damit. So. Natürlich bleiben sie an diesem kleinen Fitzel. Ich mag das. Warning. So, wir haben übrigens bis jetzt 91 Sirenenpollen. Ja, Flussknospen, das mag ich. Klingt ja komisch, aber okay, es sind tatsächlich 4. 118 Ankerkraut, 872 Meeresstängel. 248 Winterkuss, 724 Monolitherz, 172 Sturmsilber und 27 Platin. Das Ganze jetzt bummelig, ja, ich würde sagen, in einer knappen halben Stunde. So, hier war das doch ähnlich. Hier ist eigentlich auch irgendwas mit Alis, da bin ich immer dran vorbeigeflogen. Achso, nee. Nicht der. Stimmt, hier ist der Fluss, hier muss ich wieder nach Süden, so war das. Warning. Warning. Muss immer die Geduld haben zu warten, bis alle da sind mit dem Landen, sonst landen die zu früh und dann klappt das nicht. Warning. Wenn wir noch welche, ne? Nein, nicht kommt, holt euch keine neuen. Das muss schon. Ah, doch. Ah.
Hier bleiben. Oben war das Blatt. Wie findest du eigentlich Spiele ohne Karte? Warning. Ich überlege gerade, aber auch in Meridian gab es damals eine Karte und also ich finde mittlerweile Spiele ohne Karte nehmen einem jede Menge Spielspaß, weil schlussendlich führt das nur dazu, dass man sich irgendwelche Karten, also zumindest bei mir, dass man sich irgendwelche Karten aus dem Internet ausdruckt im Zweifel und die sich dann zulegt zum Spiel. Ich meine, was? Ne? Weiß ich nicht. Und technisch ist das ja nur ohne weiteres möglich, das einfach schön ins Spiel zu integrieren. Das finde ich, also von daher Karten ohne Spiele finde ich blöd. Danke Slush Frostmane für den Follow. Und Kompass statt Minimap. Naja, Kompass ist ja immerhin schon mal ein Ansatz. Also da meinst du vermutlich, so wie in Skyrim so eine Lösung. Ich meine, da gab es zwar auch eine Karte, aber da meinst du oben den großen Kompass vermutlich. Sowas in die Richtung, ne? Irgendwie da links. Orientierung kann ich. Jupp. Ah. Es ist immerhin eine Hilfe, sagen wir so. Aber grundlegend bin ich schon ein Freund von Karten. Deswegen das Erste, was ich bei Minecraft auch immer installiere, ist auch immer eine Karte. Warning. Ich finde, man macht sich das Spiel auch... Also ich meine, ne, wer es kann und mag und sich das alles merken... Also ich finde immer, jeder, der keine Karte nutzen will, kann es ja weglassen. Das ist ja nur Option im Spiel, aber... Jemand, der quasi orientierungslos ist wie ich und, und das Spiel keine Karte hat, der ist ja dann aufgeschmissen und hätte in Anführungsstrichen so gesehen einen kleinen Nachteil. Hingegen derjenige, der keine Karte nutzen will, kann es ja einfach sein lassen. Muss er ja nicht machen. Da sind sie alle. Kommt ihr bitte mit? Hallo? Danke. Orientierungslos ist aber noch nett umschrieben. Ja, natürlich. Ich will mich ja hier jetzt nicht dissen, oder was? So, ich würde jetzt übrigens sagen, ich fliege die eine Runde noch zu Ende und dann fange ich mal an, das alles rüber zu schiffen. Warning. So, wenn sie jetzt hier nicht alles, wie gesagt, ist ja die letzte Runde, dann ist das nicht so schlimm. Können wir nicht nochmal. Warning. Dass du überhaupt den Weg vom Garten zurück ins Haus findest. Da steht ein Orientierungspunkt. Ich habe da einen Grill hingestellt auf dem Weg vom Garten ins Haus. Daran orientiere ich mich. Warning. Genau, und Herr, wie Frau mag es, wie ich Dinge immer wieder neu entdecke. Ja, ist doch schön. Warning. Oh, eine Höhle. Oh, ein beleuchteter Strand. Das Ganze quasi in Endlosschleife. Also. Warning. Hallo? Okay, sind alle noch da, auch wenn das Farm jetzt gerade nicht so effektiv war, aber das war ja eh. Alles nur die kleinen Pflanzen. Irgendeiner trifft jetzt gar nicht mehr. Letzten Male schon immer nicht dabei gewesen. Wer ist denn das? Ja, hier. Warum fliegt der vor? Was soll denn das? Ein Wunder, dass er falsch ausgerichtet ist.
Diese legendäre Höhle. Ja, da habe ich leider noch nicht gestreamt. Deswegen gibt es da keine Aufzeichnung von. Warning. Ach, ihr wollt mich doch ärgern. Ah, jetzt. Ja. So, ich muss halt irgendwo wieder nach dem Norden da. Vorbei am Sturm Silbererz. Das muss doch mit. Warning. Warning. Ich mach voll wieder auf den falschen Berg zurück zu fliegen. Da wollte ich eigentlich längs. Hier ist nicht viel. Nicht viel wird. Danke. Immerhin nochmal einen Winterkuss. Warning. Ich geh einfach mal völlig planlos einfach angewatschelt kommen. Völlig entfernt von jedweder Formation oder so. Das war doch, da war doch gerade noch ein gelber, gelber Punkt. Warning. Gelber Punkt im Schnee, auch bedenkt. Warning. Warning. Achso, Richtung Fluss wollte ich. Genau, den Fluss werde ich auch noch mal abfliegen auf jeden Fall, weil da reiches Sturmsilber ab. Da, das nehme ich noch mit. Das ist wert. Und nur noch dieses Monolith-Erz. Eigentlich wollte ich nur looten, aber hey. So, diesen Weg. Warning. Die Hirsche hier ab. Natürlich ist einer noch in Fight, ohne dass hier irgendein Kampf stattfinden würde. Ach, jetzt geht's. Ja, ja. Nein, finde ich nicht. Die ganzen bändischen Dinger muss ich irgendwann auch noch mal loswerden. Weil eigentlich mag ich ja ein leeres Inventar, aber ist mir nicht vergönnt.
Dann